Der Fritz ganz alleine, aber nicht mehr lange. Ich probiere als letztes jetzt, ach, den Idioten. Naja, hilft ja nichts. Hilft ja nichts. Sieht ein Mann mit der schönen Frisur aus. So, mal ganz kurz reingucken, was der für Sachen hat. Fertigkeiten, Kampfkünste, bohrender Schuss, Eispfeil, Schnee, Sturmschrei, Hageschau. Gucken wir mal kurz, was das jeweils ist. Ein kraftvollen Schuss, der macht Schaden. Aha. Der unterbricht halt noch, so ist aber gar nicht verkehrt. Ich guck dabei mal ein bisschen, was meine Sachen hier so machen. Okay, der macht also richtig viel Schaden. Oh, wenn ich jetzt hier bei weniger als 20% Gesundheit bin, dann kriege ich von den Gesundheitskugeln, durch die Gesundheitskugeln 50% mehr Gesundheit raus. Das finde ich gar nicht mal so doof. Das ist gekauft, meine Damen und Herren, ist gekauft. Ach, und ich wollte hier die Vampirin mitnehmen. Was macht die denn? Angriffe auf Gegner, die man werfen kann oder größere Feinde, geben dem Helden 0,5% seiner maximalen Gesundheit. 50% weniger Gesundheit, oh! Ja, aber ich nehme sie mal für die Sprüche, nehme ich sie mal mit. Aber ich kann ihr nicht versprechen, dass ich ihr die Treue halte. Es tut mir leid, Madame. So geht das nicht. Mal gucken, Blitzeis. Man Blitzeis? Liegt eine Bombe. Das ist irgendwie langweilig an. Na, weiß nicht, vielleicht fängst du die dann in dem Moment. Hm. Ja, jetzt gucken. Schüsse abgeben. Ich probier's trotzdem mal mit der Bombe. Die kann man auf Level 3 auch schon. Falsch. Wird die Zeit, bis sie detoniert, auch verkürzt. Ja, ja. So. Ach stimmt, das ist jetzt für dich schon wieder eine neue Figur. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, so, das passt alles. So, Ausrüstung gucken wir nochmal. Shit, müssten wir uns noch die DLC-Figur besorgen. Schieb ja noch Pfeile. Da sind noch welche, die du aufleveln kannst. Ja genau, das guck ich halt nur kurz durch, was die prinzipiell machen. Was macht der? Zwei Pfeile in kurzer Reihenfolge. Diamantenstaub, das sieht irgendwie ein bisschen, macht wenig Schaden. Also der Basisschaden wird um 20% erhöht. Und Ursprungsbogen des Himmels. Irgendwas. Ich probiere den mal, den Himmelsrichter. Entscheiden Sie sich jetzt? Bei der Ausrüstung kannst du, glaube ich, noch aufrüsten, hast du gesehen? Vampirin, da guck ich das Wort mal rein. Der hast du jetzt schon dabei, das ist was? Die, die ich dabei habe, genau. Ja, bleib bei den Kampfmagier eben mal. Die, geh mal nochmal kurz auf Ausrüstung, die kannst du, glaube ich, auch noch ein bisschen hochpushen. Genau. Na, mehr geht noch nicht. Dann schauen wir weiter, oder? Ja, probiere ich den Jungen jetzt mal aus. Was hier? Unterwelt? Was war das eigentlich hier hinten für ein Gebiet? Ja genau, wir gucken jetzt das Level 2 Gebiet an. Okay. Also hier ist irgendwie die Unterwelt, da können wir noch nicht rein. Das kommt mit dem DLC. Ja. Ja, probieren wir mal. Geschändetes Mausoleum. Das sieht nach Rundenverteidigung aus. Diese Typen wünschen sich nur, ja, ihr zu sein. Oh, sieht aber eigentlich ganz cool aus. Oh, Zombies. Ah, das ist die Bombe, okay. Und die sind dann gefroren, gell? Ja, zum Teil. Die haben über so, ist so ein bisschen. Fernkämpfer gefällt mir jetzt aber gerade. Bitte, gefällt dir nicht? Doch, gefällt mir. Achso, ich wollte sagen, das war eigentlich ganz cool. Ich spiele in Action-Rollenspielen fast immer den Fernkämpfer, normalerweise. Also zumindest habe ich früher immer so gemacht. Ich war immer nie jemand, der meistens den Nahkämpfer. Den Nahkämpfer gerne gespielt hat. Bis ich dann die Sachen mit dem Gamepad angefangen habe zu spielen. Also ich mochte es nicht, mit Maus und Tastatur den Nahkämpfer zu spielen. Weil es so indirekt war. Das ist ja jetzt echt ein bisschen wie die Flat, was hier so kommt. aus Halo. Nochmal!
War das für dich auch zu gut? Ist das meine Tante, die hier immer so nochmal? Ja, ist die Vampirin. Okay, das war's. Oh, Moment. Nein, es kommen noch mehr. Bereit machen. I was born ready. So. Ja, jetzt trauen sie sich doch nicht mehr, oder was? Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund einen Kampf. Nochmal! War das für dich auch Schilder. So gut? Shit. Okay, das war's. Oh, Moment. Nein, es kommen noch mehr. Also bereit machen. Was? Ich mag meine Schwingen an Attacke hier, dieses großflächige. Das Ding. So richtig Bums. Das nimmt denen dann, wenn du sie gefroren hast, das nimmt ihnen dann auch alle Schildmöglichkeiten, oder? Also die gehen dann richtig. Kann gut sein, ja. Die gehen ganz gut kaputt. Kaputt dann, ja. Wahnsinn! Aber dann werden wir die ja in den nächsten, Hauptpassage treffen, hier die Untoten. Wenn die jetzt hier schon aufschlagen. Wahrscheinlich. Hatten wir ja bei diesen echsenähnlichen Geschichten auch. And stay down. Geh nah ran und nagel den Typen fest. So heiß. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ist auch egal. Einfach irgendwo regelmäßig irgendwo mit dem Analogstick halt alle vier Ecken mal abdrücken und dazu dann halt die anderen Tasten auch. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Mein Gott. Wahnsinn! Die klingt überhaupt nicht wie eine Vampire. Klingt eher irgendwie so besoffene alte Frau. Eine alte Frau würde ja passen. Ja, stimmt auch wieder. Los, anzapfen! Hast du eigentlich dieses True Blood geschaut, die Serie? War das was? Ich hab's geguckt, bis es blöd wurde. Wann war das für dich? Die erste Staffel ist total super. Das ist echt richtig geil. Fängt schon in der zweiten an, blöd zu werden. ich glaube ja. Ich glaube erst in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel. Das war genau richtig. Und dann, entweder in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel oder der zweiten Hälfte der dritten Staffel wird es blöd und dann in der nächsten wird es unerträglich. Unerträglich. Also wirklich. Ich glaube, bei mir war es, glaube ich, erst die fünfte Staffel, die unerträglich war. Die vierte oder die fünfte war es? Nein, es war die wo, dann, wo sie dann, die Suki dann irgendwie mit ihren Elfen Kasper. Oh, ja, das war auch schlimm. Oh, also sowas Dummes. Das ist ja jetzt zu Ende gegangen. Ja. Allerletzte Folge. Könnte mich irgendwie dann irgendwann nicht mehr. Ich fand die letzte Staffel dann doch irgendwie noch wieder ganz cool. Ich habe selten Sachen gesehen, die so schnell kaputt gegangen sind, außer Heroes. Ja. Heroes hat von der ersten Staffel, die super ist, und die zweite, die halt schon voll scheiße ist. Wie das kaputt gegangen ist, der absolute Wahnsinn. Rekordzeit, ja. Das war bestimmt eine Herausforderung. Also das Heroes war so cool in der ersten Staffel, dass sie das so kaputt gekriegt haben, das war schon eine Leistung. Na, behalten wir erstmal so. Das Blitzeis überzeugt mich ja nicht so ganz. Nehmen wir den Blitz, das heilige Wort mit. Achso, ich kann mal eine andere Waffe ausprobieren. Und mal ein Energieding mehr auf Vorrat. Ein Lebensheiltrank, ein Heiltrank, so. Magischer Wächter, was ist das denn? Ruft ein magisches Wesen, das Feinde im Umfeld angreift. Ach guck mal, das haben wir noch gar nicht gehabt, oder? Hast du schon mal aktiviert? Was ist das denn? Den magischen Wächter? Nee, das haben wir gerade erst bekommen, glaube ich, aber in der letzten. Ah, okay. Wieder gut aufgepasst. Achso, warst du durch? Nee. Entschuldigung. Ach, Leben. Probieren wir das mal.
Jetzt. Los geht's. Da Hauptmission. Genau. Eisbach-Heiligtum. Eisbach gibt's ja hier in München auch. Surfen, ich glaube, hat auch damit zu tun. Ja, das ist das Gleiche. Guck, müssen wir da wären auch immer so schlechte. Was ist mit dem Alarm? Wir haben einen Drachen gesehen, der unseren Haferbrei frisst. Beim Schmiedehammer meines Bruders. Zane hat uns gefunden. Seine Armee wartet an der Basis des Eisbach-Heiligtums. Schwester, du siehst gar nicht gut aus. Sie ist weg. Meine Tochter ist weg. Du glaubst doch nicht, dass Arya dort hinuntergegangen ist. Ich würde es tun. Was hat sie sich gedacht? Zane wird sie bestimmt gefangen nehmen. Keine Sorge, Arya kommt ganz nach ihrer Mutter und Zane ist dumm, sich dort zu zeigen, wo wir am stärksten sind. Auf der Höhe ihrer Macht schicken sie ein kleines Lamm, um den Wolf zu begrüßen. Ha! Eher ein Wiesel! Seraphim, angreifen! Erschlag den Tyrannen! Die Lämmer halten sich für Schakal. Das kleine Lamm ist geflohen, kann sich aber nicht ewig verstecken. Eine Armee ist hinter ihr her. Götter, das wird ein Massaker. Ich suche nach Arya, aber ihr müsst Zane und seine Armee abwehren. Sonst sind wir verloren. Ich weiß nicht, wo Arya ist, aber wir können uns damit nicht beschäftigen, während Zanes Truppen angreifen. Konzentriert euch auf diesen wandelnden Gletscher. Wirklich? Kein Blut? Sieht ja voll cool aus. Mhm. Ist auch, auch der Boden hier und so. Die sehen aber echt alle in diesen Zwischensequenzen immer aus wie Superhelden. Figuren. Hast du den Dings schon geschaut? Hier den Guardians of the Galaxy? Nee. Kommt noch. War jetzt ja noch krank, deswegen. Durftest du nicht ins Kino? Ich würde das auch, aber ich hätte mich auch nicht so viel Spaß dran gehabt. Und, ja, ich halte ihn mal. Ja. Ja, und deswegen kam ich noch nicht dazu. Na gut, so lange läuft jetzt auch nicht. Er läuft ja seit letzten Donnerstag, heute Montag. Ja. Aber. Möchte ihn sehr gerne sehen. Ja, nur Gutes gehört. Ja, kann ich euch empfehlen. Er hat schon so ein paar Schwächen, hat er schon. Da kann man echt nicht, kommt man echt nicht von weg. Aber er ist wirklich nach Avengers, würde ich sagen, eigentlich der coolste von den Marvel-Filmen. Man sollte niemals alleine trinken. Ihr habt gute Dienste geleistet. Ha! Moment, ich spüre etwas. Ja, Zane greift die Westmauer an. Schafft ihr es dorthin? Ja. In Westen, wir sind es gewohnt, dass wir es in Westen schaffen müssen. Mach mal. Den Weg kennen wir. Ich denke, ich soll wohl eine dieser Türen für euch öffnen. Ja, falsche Tür. Probiert die hier. Tut mir leid, Arya hat keine Anleitung zurückgelassen, wie das hier funktioniert. Ich hoffe, meine Seraphim können sie finden. Fürchte dich nicht, Schwester. Ihr ist sicher nichts passiert. Oh. Oh, nicht immer die dicksten dabei. Wunderbar. Gib's mir. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Das ist, glaube ich, für dich, oder? Ja. Was ich sehe, den haben wir auch noch nicht ausprobiert. Was der als Kampfgebet macht. Aber es ist wohl irgendwas mit Eis. Obwohl, die Schüsse jetzt ja auch nicht mehr so elektromäßig aus. Nochmal! Ach guck mal, das ist hier jetzt nur die Ecke gewesen, um die Truhe zu holen. Ist tatsächlich die andere Tür noch aufgegangen. Ah, stimmt. Hier geht's eigentlich lang. Ich würde sagen, dann gucken wir in der nächsten Folge einfach mal hier lang, wo es richtig lang geht, oder? Wir können noch ein kleines bisschen. Können noch ein bisschen? Ja, ja. Zeit ist noch. Ich habe gedacht, wir hätten schon lange unterwegs. Nee, nee. Ich glaube, das ist durch die kurzen Level zum Teil. Ja, das ist ein bisschen irritiert. Zanes Eismonster schleudern Zaubersprüche. Ist nicht so gewohnt. Aber wir brauchen euch immer noch an der Westmauer.
Ist ja gut. Ich hätte mir jetzt auf Steam mal dieses Halo-Top-Down-Shooter gekauft. Spartan Assault. Genau. Und da sind ja die Level auch immer nur so ein paar Minuten lang. Das ist total cool. Und so. Moment, ich habe gerade erst gestartet. Warte mal, ist das hier hinten? Achso, ist ja nur so eine Angeberflamme. Die Eisbomben ist gar nicht schlecht, wenn wir so mehr unterwegs sind. Ach, das ist von dir? Ja, bis wir eingefroren sind dann. Ja, aber das machen doch die anderen gerade. Achso, ja, okay. Als andere Sensor stehen wir so eingefroren rum. Ja, die ist super. Das ist cool. Nein, Zains Soldaten haben die Westmauer überrannt. Jetzt so zack, einmal rein. Durch die feindlichen Linien kämpft, haben wir noch eine Chance, das hält die ganz schön lange fest auch. Die Götter sind mit uns. Zains Truppen in der Stadt haben die Nachricht offensichtlich nicht vernommen. Überbringen wir sie ihnen. Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Gut gemacht! Sprich ein Kampfgebet für einen Freund. Ich habe Durst. Gutes Blut. Macht das denn bei dir überhaupt irgendwas, wenn ich das Kampfgebet für dich spreche? Ich mach das Kampfgebet ja auch. Keine Ahnung, was das genau macht. Das ist nicht so offensichtlich wie bei anderen gewesen. Weil bei meinem müsste es eigentlich dafür sorgen, dass du dann die nächsten, die du triffst, umwirfst. Aber vielleicht funktioniert das mit dem Bogen nicht. Also wenn sie nur 4 Charaktere haben, sollten die Interaktionen schon funktionieren gerade. Sichert das die Mauer. Ich habe das noch nie gemacht. Könnt ihr sie etwas beschäftigen, während ich es probiere? Ist auch wieder typisch. Die Chefin weiß überhaupt nicht, wie irgendwas geht. Echt sexy. Ein bisschen schade, das wäre halt voll cool, wenn das in dem Moment, wo die gefroren sind, mein Flächenangriff die dann so richtig zerschmettern würde. Das sind 2-1 wahrscheinlich. Boah, guck mal, die kommen hier richtig durch die Wand. Da freue ich mich ja so auf das neue Borderlands. Weil da haben sie doch jetzt, kannst du doch Gegner jetzt gefrieren. Und wenn du sie dann erwischst, dann fliegen sogar die Teile, aus denen sie bestehen, physikalisch korrekt weg, weil es ja alles Schwerelosigkeit. Das ich versuchen könnte. Oder zumindest verringerte Schwerkraft. Komplett schwerelos ist. Das nenne ich eine Party. Geht's hier weiter? Nee, also muss man warten. Ich glaube, die Wert hier versucht hier immer noch was zu machen. Zack. Ja, weg mit deinem Strudel-Ding da. Kennst du noch Silver? PC-Spiel? Nee. So ein bisschen wie Final Fantasy VII aussah, so von der Perspektive her. Nee, das war auch so ein bisschen so eine Mischung aus Rollenspiel und Action-Rollenspiel. Ach guck mal, jetzt steht hier diese Energie. Ein kleiner Triumph und die Schafe halten sich selbst für Wölfe. Bei den Göttern. Während ich an dem Kraftfeld herumgebastelt habe, sind Zains Truppen durch das Haupttor eingedrungen. Worauf wartet ihr noch? Los, los! Bitte, entschuldige mal, Mama, du hast uns gar nichts zu sagen. Wir machen jetzt erstmal ein Päuschen und dann gehen wir morgen los. Also, tschüss.